Hallo und willkommen im Autodromo Termas de Rio Hondo in Argentinien. In wenigen Minuten fällt hier der Startschuss für die dritte Runde der Weltmeisterschaft der Moto3-Fahrer. Der Himmel ist wolkenfrei und laut letzter Wetterberichte können wir mit den üblichen Temperaturen für diese Jahreszeit hier rechnen. Ja, das heißt doch schon mal sehr gut. Haben wir wenigstens Sonne beim Streckenverlauf? Haben wir irgendwas noch für die... wir haben leider keine... Doch, wir haben noch einen Datenpack. Aber es reicht nicht für Level 2. Okay. Ja, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MotoGP 2015. Wir fahren diesmal das Rennen heute in Argentinien. Mit einer Sekunde hatten wir relativ guten Vorsprung im Qualifying. Mal gucken, ob wir das auch aufs Rennen ummürksen können. Ich bin gespannt, ey. Den Start werden wir wahrscheinlich wieder voll verpennen, ey. Oder? Ja, wie immer. Und Kent und Oliveira, ey, das sind unsere schärfsten Verfolger, ey. Und ich kann die Kamera noch ein Stück weiter zurück machen, das wusste ich auch nicht, ey. Warum sagt mir das denn keiner? Oh, wir werden weit rausgetragen, ey. Wir sind nur noch Fünfter, ey. Ach, das ist ja scheiße, ey. Immer dieselbe Kacke mit dem Start, ey. Da brauchen wir auch nicht erster starten, ey. So. Boah, da sitzen wir uns aber brutal einfach vorbei, ey. Brutal. Versuchen wir mal ein bisschen Windschatten abzukriegen. Wir wissen ja selbst, die Maschine ist nicht die stärkste auf der Geraden. Im Moment können wir aber ganz gut mithalten. Der Navarro, der kommt nicht wirklich vorbei. Jetzt setzt er sich schon vorbei. Wow, wow, wow. Oh, da drängt er uns aber richtig raus. Da konnten wir nicht mehr innen fahren. Schade. 6 Runden heute. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wovon das abhängt. Mal 5 Rennen, mal 6 Runden. Klar, 25%. Aber ob jetzt 5 oder 6 Runden, das muss ja... Wow. Ich glaube, die stürzen gleich, ey. Jetzt habe ich mir das Rennen ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir werden das viel mehr dominieren, ne? Bei einer Sekunde Vorsprung im Qualifying. Shit. Habe ich mir echt das ein bisschen besser vorgestellt. Aber hier sind wir so krass in auf dem Gas, ey. Unser Geil in der Kurve. Aber die ersten beiden, die setzen sich schon teilweise ein bisschen ab. Da dürfen wir nicht nachlassen, Freunde. Oh, auf 60 km/h runter. Versuchen wir die jetzt hier auszubeschleunigen. Aus dem Windschatten. Doppelter Windschatten. Nichts zu machen, ey. Die Maschine ist einfach zu schwach auf der Brust. Oh, das war ein hartes Manöver. Das war sehr hart. Zu hart, meiner Meinung nach. Da riskieren wir natürlich wieder einen Sturz. Das wollen wir nicht. Oh, da sind wir innen. Und da springen wir teilweise über den Körb. Das kostet Zeit. Boah. Das war lucky. Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen dranbleiben. Sonst setzen sich mal die ersten Beine voll schnell ab, ey. Guck mal, 1,5 Sekunden haben wir schon Rückstand. Ein bisschen Windschatten. Ah, unsere Maschine ist einfach viel zu schwach auf der Geraden. Viel zu schwach. Wir können das höchstens durch ein sehr, sehr spätes Bremsen wieder wegmachen. Aber das ist, da ist die Gefahr, dass wir die Maschine halt verlieren, ne? Sehr groß. Jetzt müssen wir mal echt... Boah, wir kämpfen hier auf dem dritten Platz, ey. Das ist ja unfassbar. 2 Sekunden haben wir schon mittlerweile Rückstand. Fuck. Warum fahren wir eigentlich nicht unser Rennen einfach? Boah, das war sehr hart angebremst, ey. Sehr, sehr hart. Ich muss die mir vom Leib erstmal ein bisschen holen. Wow. Das war hartes Manöver, aber da haben wir ein bisschen Zeit gewonnen. Aber auch nicht viel, glaube ich. Warum schießen die sich denn nicht ab, ey? Die fahren fast, ey, die fast... Fast übereinander fahren die, ne? Boah, da sind wir deutlich näher gekommen. Hat es beide ziemlich weit rausgetragen. Warum auch immer. Aber immer diese Kämpferei, ne? So, Streckenrekord. 1,49. Wahnsinn, was fährt da für Zeit, ne? Ich habe jetzt nicht gesehen, was wir für ein... Wir sind auch 1,49 gefahren, aber anscheinend nicht den Rekord. Kent überholt Oliveira. Ich
komm nicht ran, Freunde. Ich komm nicht ran. Ich gebe alles, ey. Wir sind halt sehr schwach auf der Geraden. Da verlieren wir sehr viel Zeit, ey. Bestimmt eine halbe Sekunde pro Runde. Ich meine, wir sind jetzt schon näher dran gekommen, aber 1,3 Sekunden ist halt immer noch sehr, sehr weit weg, ey. Das war sehr gut, ey. Da haben wir schon fast einen Drift hingelegt mit dem Moped. Zwei Sekunden wieder Rückstand, ey. Das liegt, seht ihr, das liegt alles in den Geraden, ey. Oh, das war dreckig. Das war richtig zeitaufraumt. Oh, nee. Scheiße, da haben wir zwei Positionen auf einmal verloren, ey. Verdammt, ey. Mann, ey. Kämpfen wir hier um vierten Platz. Ich krieg die Krise. Mist, ey. Da habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, das Rennen. Ich dachte, das könnten wir dominieren, ne? Aufgrund des krassen Qualifyings. Dafür gibt es leider keine Punkte. Ich meine, ein paar Runden haben wir noch. Die dritte ist jetzt vorbei. Da haben wir noch die vierte, fünfte und sechste. Das heißt, drei Runden haben wir noch. Aber das ist nicht schön, ey. Das ist nicht schön. Ich muss mich mehr konzentrieren, Freunde. Vielleicht haben wir auch Glück, dass sie sich gegenseitig abschießen. Das wäre natürlich das Allerbeste. Haha. So, jetzt sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall gut Zeit aufgeholt. Aber trotzdem, ey. Trotzdem. Verdammt, ey. Guckt euch das mal an, wie die näher kommen, ey. Da könnte ich heulen, ey. Weil wir so eine schwachbrüchige Maschine haben, ey. Oh, das war nicht so gut. Scheiße, halb übers Gras gefahren, ey. Diese langgezogene Linkskurve, die ist so geil. Ne, das ist die gar nicht, Entschuldigung. Oh, jetzt kommen wir hier zu weit raus, ey. Verdammt. Kämpfen wir hier mit Vasquez und schlag mich tot. Oh, das war sehr, sehr spät auf der Bremse. Viel zu spät. Wow. Fünfter Platz nur noch. Oh, fuck. Wow. Da muss ich aufpassen, dass ich keine Strafe kriege. Oh, nee, ey. Das ist ja ein Rennen zum Haare raufen. Ich bin richtig traurig, ey, dass wir das so nicht gepackt haben. Aufgrund des Qualifyings dachte ich, wir packen das locker, ey. Habe ich echt nicht erwartet, dass wir hier auf dem fünften Platz rumdümpeln. Besonders, weil unsere Rundenzeiten auch immer langsamer werden, ne? Fünfter, das ist ein herber Rückschlag auf jeden Fall für die weitere Saison. Dritter wäre schon echt mindestens mal angemessen, ne? Jetzt sind wir voll im Windschatten noch, oder? Das kriegen wir doch jetzt hin, die zu überholen, ne? Ja, nicht nah genug dran, ey. Zu weit weg. Verdammt, da ziehen die einfach davon, ey. Ah, da waren wir jetzt sehr spät auf der Bremse. Ihr seht's selbst. Jetzt fahren die uns auch noch da vorne. Ah. Das ist ja echt zum Heulen, Freunde. Das ist wirklich zum Heulen, ey. Die bekämpfen sich da vorne so krass, ey. Und wir können nicht mitmachen. Boah, was macht er denn da? Schalte doch hoch, Mann, ey. Du kannst auch schalten in der Kurve. Das schaltet der einfach nicht.
Oh, da ist der Sturz. Da stürze ich, ey. Oh, wie bitter, ey. Nur noch 8er, Freunde. Und es geht in die letzte Runde, ey. Oh, das ist natürlich... Boah. Damit habe ich wieder nicht gerechnet, ey. Die Reifen lassen nach, ey. Und die Gegner werden besser. Die haben anscheinend eine bessere Konzentration. Sind halt Vollzeitprofis. Und wir so als Amateur. Ah, oh Mann, ey. Es gibt wieder zu wenig Punkte, dieses Rennen. Hoffentlich kriegen wir mal ein Upgrade für unseren Motor, ey. Das auf den Geraden, das geht echt nicht, ey. Das geht gar nicht, ey. Kommen wir einfach nicht hinterher. Das ist traurig. Wären wir vielleicht einfach bei irgendeinem Team geblieben. Die hätten vielleicht uns mal eine Honda oder sowas gegeben. Hätten wir vielleicht ein bisschen bessere Siegchancen gehabt als mit dem eigenen Team. Seht ihr, der Reifen, wenn ich beschleunige, da mache ich schon so einen kleinen Drift, ey. Die überholen uns sogar jetzt schon außen. Das ist krass. Müssen die deutlich bessere Reifen haben als wir. Wir fangen schon an zu rutschen, ey. Hoi. Bis nach 10 durchgereicht. Ja, wenn ich keinen Grip habe, kann ich keine Rennen gewinnen, Freunde. Und wenn ich keine Leistung habe im Moped, geht auch nichts. Ich verstehe nicht, warum der nicht in den Kurven schalten kann, ne? Das ist einfach schwach. Rennen ist beendet. Kent hat gewonnen. Und wir sind lächerlicher Zehnter wieder geworden. Ei. Das wirft uns wieder sehr stark zurück im Rennen, ne? In der Qualifying sage ich schon. In der Meisterschaft. Da sind wir, nur noch mit 33 Punkten. Puh. Bitter. Ich glaube, jetzt haben wir aber immerhin ein neues Bike freigeschaltet. Aufgrund dieses guten Resultats ist seine Zufriedenheit verständlich. Natürlich gibt es immer etwas zu verbessern, aber er ist mit seinem Team auf einem guten Weg. Na, das sehe ich ein bisschen anders. Das sehe ich auf jeden Fall ein bisschen anders, Freunde. Dein Manager schickt dir regelmäßig einen Bericht mit Listen von Teams und Sponsoren, die an dir interessiert sein könnten. Such dir etwas aus, dem er nachgehen soll, und lass ihn verhandeln. Du musst keinen der Vorschläge auswählen. Du kannst auch beim aktuellen Team oder deinem aktuellen Sponsor bleiben, wenn dir das lieber ist. Gucken wir mal. Ah, okay. Guck mal hier. Ich glaube, wir müssen das Team wechseln. Das ist eine Katastrophe. Sponsorbelohnung. Alpine Stars. Red Bull. Guck mal, ich glaube, da wechseln wir mal. Hin. Das machen wir mal. Das war nicht so eine gute Idee, dass wir das Team gewechselt haben. Dass wir unser eigenes Team erstellt haben. Ich glaube, jetzt können wir aber mal... Haben wir ein paar neue Sachen freigeschaltet? Ich guck gerade mal. Handschuhe. Okay, wir haben jetzt die blauen hier freigeschaltet, aber guckt euch das mal an, das dauert noch ein bisschen. Müssen wir mal noch mal ein paar Rennen fahren. Ups. So, gehen wir zurück ins Büro und ja, danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge von MotoGP wieder.